Über 90% des afrikanischen Kulturerbes lagert in europäischen Museen und Archiven. Hallo, das ist ungefähr so, als müsste man nach Australien anstatt nach Weimar reisen, um sich Goethes Schreibtisch anzuschauen. Was noch viel schlimmer ist, an vielen dieser Objekte klebt Blut. Denn sie wurden nicht aus gutem Willen und zum Zwecke der Bildung der europäischen BürgerInnen hergeschickt. Nein, nein, sie wurden schlichtweg ohne Rücksicht auf Verluste gestohlen und ergaunert. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Berliner Humboldt-Forums ist dieses Thema wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Warum das so ist und was genau die Problematik mit Raubkunst ist, verrate ich euch gleich. Ich komme ja gebürtig aus Berlin. Für mich gehörte es schon als Kind dazu, regelmäßig in die vielen Museen zu gehen, die die Stadt zu bieten hat. Auch die Wandertage meiner Schulen führten mich vielfach überall dahin, wo man vermeintlich etwas lernen konnte. Worüber mich allerdings keine Lehrerin und auch kein Museumsangestellter aufklärte, war, dass viele der Objekte unserer prestigeträchtigen Museen in der Kolonialzeit gestohlen wurden und die vielfach geforderte Rückgabe der Exponate bis heute zum Großteil verweigert wird. Das erste Mal ist mir das so richtig bewusst geworden, als ich selber in Ägypten im Museum stand und an fast jeder Vitrine ein Exponat beschrieben war, das sich in einem europäischen Museum befindet. Hammer, oder? Stellt euch mal vor, was in Deutschland los wäre, wenn das umgekehrt wäre. In der letzten Zeit hat das Thema Raubkunst wieder an Brisanz gewonnen. Mit dem Humboldt-Forum ist nämlich ein neues Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft direkt in der Stadtmitte Berlins entstanden. Neben verschiedensten Veranstaltungen werden dort unterschiedliche Ausstellungen organisiert und Sammlungen präsentiert. Im Zentrum der aktuellen Kritik steht die geplante Präsentation der sogenannten Benin-Bronzen. Diese Bronzen aus dem Königreich Benin in Nigeria wurden 1897 bei einer blutigen Strafexpedition durch Großbritannien aus dem Königspalast geraubt und dann weiterverkauft. Sie sind also als Hehlerware nach London und dann weiter bis zu uns gekommen. Der Fakt, dass die Benin-Bronzen also Raubkunst sind, steht außer Frage. Dass allerdings erst nach massiver Kritik an der geplanten Attraktion des Humboldt-Forums darüber gesprochen wird, wie sich dieser Fakt auf eine mögliche Präsentation der Objekte auswirkt, ist irgendwie traurig. Klar ist allerdings, dass die Ausstellung wohl anders als ursprünglich geplant umgesetzt werden wird. Immerhin, auch eine mögliche Rückgabe der Bronzen wurde von Seiten Deutschlands inzwischen in Aussicht gestellt. Deutschland hat nun mal, so wie viele andere europäische Länder auch, eine koloniale Vergangenheit. Wertvolles aus den Kolonien nach Europa zu schaffen, war eine Strategie europäischer Expansionspolitik. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass viele der Exponate, die sich in europäischen Museen befinden, Kriegsbeute sind und sich somit unrechtmäßig in unseren Museen befinden. Die Frage, die sich nun stellt, ist die: Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Die Debatte rund um Raubkunst ist übrigens keine neue. Der damalige Leiter des Bremer Überseemuseums, Herbert Ganselmeier, hat sich schon in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts unter dem Motto Nofretete will nach Hause für die Rückgabe gestohlener Kulturgüter stark gemacht. Sein Vorschlag traf aber vor allem unter Vertretern seiner eigenen Zunft auf Empörung. Forderungen nach Rückgabe, auch von Seiten der Herkunftsländer, wurden damals einfach ignoriert. Der Raub der Kulturgüter gar mit kolonialistischen und rassistischen Argumenten aller "Ohne uns gäbe es die Kunst doch gar nicht mehr" verteidigt. Letztlich ist es unsere Verantwortung, unsere koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten. Durch unsere Kolonialgeschichte haben wir eben viel Schuld auf uns geladen. Es ist schon lange an der Zeit, dieses Unrecht offen anzusprechen und mit den betroffenen Ländern in den Dialog zu kommen. Dazu gehört es auch, offenzulegen, welche Exponate auf welchem Weg als Raubkunst in die jeweiligen Museen kamen. Auch über Rückgaben muss gesprochen werden und es sollten Taten folgen. Unsere Museen müssen antikolonial und antirassistisch sein. An der Debatte rund um den Umgang mit Raubkunst wird sich zeigen, wie sehr koloniale Strukturen fortbestehen oder ob wir es schaffen, sie zu durchbrechen. Was meint ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Hier gibt's ein Video vom ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann zum Thema koloniale Raubkunst im Humboldt-Forum. Schaut's euch mal an. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Denkt daran, den Kanal vom Bodenpersonal zu abonnieren. Bis bald.